Ich möchte euch mitnehmen zu unserem Ferienhaus im Center Park an der Nordseeküste. Hier ist der Park nicht autofrei, aber hier hast du direkt Parkplätze vor der Haustür. Und ich habe extra ein Haus direkt am Rand zum Feld gebucht. Ich weiß nicht, ob man es hört. Man hört hier die Gänse. So, hier geht man rein. Schönen Weg entlang. Wir haben nicht das erste Haus genommen, sondern das zweite Haus, die Nummer 851. Öffnen tun wir hier mit diesen Bändern. So. Und herzlich willkommen. Hier bist du erstmal in so einem Vorflur. Wir haben viel zu viele Jacken dabei. Mal auf Weitwinkel stellen. Also wir haben viel zu viele Jacken dabei. Hier in der Tür findest du Hausanschluss und vor allem hier kommt das WLAN her, wenn es funktioniert. So besonders ist es nicht. So, und hier in der Tür ist das, die Toilette steht auf. Ein kleines Waschbecken, eine Toilette, ein richtiges Fenster. Und wenn ich das Licht anmache, geht die Lüftung an. Drehen wir uns rum und gehen gleich in den Wohnbereich. Ich muss dazu sagen, wir sind seit 14 Tagen fast hier. Natürlich ist es bewohnt. So, hier siehst du als allererstes die Wohnecke, wenn du reinkommst. Ja, mit Couch. So, da können wir gleich noch mal rausgehen. Das ist unsere Terrasse. Da hörst du im Moment den Kuckuck. Da kommen gleich die Klamotten drauf vom Schwimmbad. Zwei Liegen, vier Stühle, ein Tisch und ich gehe mal mit euch raus. Es ist hier wirklich super ruhig. So, hier kriegst du ein bisschen von dem Nachbarn mit. Hier ist nochmal ein richtig breiter Weg dazwischen. Also wirklich extrem ruhig. So. Gehen wir mal wieder rein. So. Also, hier war die Wohnecke schön gemacht hier. Hier ist der Fernseher über den Kamin geklatscht. Und wie man jetzt schon sieht, was uns fehlt, ist Ablagefläche. Deswegen haben wir hier den Kamin mit missbraucht. Und am Fernseher haben wir leider, wir haben immer unseren Fire Stick dabei, aber da hinten ist keine Steckdose und kein Platz frei, um den Fire TV Stick einzustecken. Hier dann der Essplatz. Ja. Auch ein bisschen mau mit Steckdosen. Zum Glück sind wir nur zu dritt hier, dann ziehe ich mir immer einen Stuhl dort an diese Steckdose, um das Handy zu laden. Ja, und hier habe ich den Laptop drin stecken, wobei hier der Empfang schlecht ist. Wenn ich weiter rüber gehe, wird das WLAN besser. Das ist so ein bisschen blöd. Hier immer schöne Bilder, schön gestrichen. Und auch den Kinderstuhl nutzen wir als Ablagefläche, sowie Heizkörper und Fensterbank, weil im Moment ja keine Heizung an ist. Und in die Ecke haben wir auch noch was geschmissen. So, unsere Küche. Klein, aber fein. Manche Sachen ein bisschen blöd geplant. Das heißt, wenn die Spülmaschine aufsteht, kann ich hier nicht den Schrank aufmachen. Und wie überall die Schränke sehr, 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 sehr hoch. Schöner großer Kühlschrank. Unser Chaos im Kühlschrank mit Gefrierfach. Ich habe keinen Platz so richtig für Vorräte. Deswegen den Kaffee auf der Fensterbank. Und hier wird es schon, also ich komme noch bis hier hin, alles nach vorne gezogen. Wir haben hier so ein bisschen, in diesem Schrank haben wir ein bisschen Platz gemacht neben den Tellern für Brot, dass auch unsere Tochter dran kommt. Aber das war's dann. Was ganz toll ist, hier im Haus gibt es viele Spiegel, wo man sich ganz sehen kann. Zum Beispiel dieser hier. So, und jetzt, aber Abstellkammern haben wir genug. Hier, das ist der Heizraum und Abstellkammer.
Das ist schön groß. Wir haben hier unsere Gummistiefel stehen, Einkaufstüten. Hier ist schon unser Leergut. Ich sage ja, wir sind fast 14 Tage hier. Toilettenpapier musste man nachkaufen. Hier wäre auch der Safe. Hier ist der Staubsauger. Die Kaffeemaschine haben wir hierher verbannt. Die brauchen wir nicht. Ja, und da haben wir ein paar Einkäufe gemacht. Die haben wir dann hier gelagert. Alles, was warm werden darf. So, wieder raus. Immer schön den Eimer hier drunter stellen. Da tropft es manchmal raus. So, jetzt gehen wir mal direkt die Treppe hoch. Die ist praktisch hier bei der Küche. Und die hört man auch von den Nachbarn, wenn man so ein bisschen laut läuft wie mein Mann. Ich versuche hier immer leise hochzugehen. So, und hier ist das erste Schlafzimmer. So, hier gibt es diesen offenen Schrank und genug Platz. Auch diese Nachttische finde ich toll. So, wir haben gemachte Betten hier gehabt und ich habe zusätzlich Handtücher bestellt. Ups, das wollte ich doch noch wegräumen. Ich habe nämlich aufgeräumt, aber das habe ich jetzt vergessen. Das sind meine Badesachen, die trocken sind. So, und hier, ja, wieder die Aussicht. Ganz weite Aussicht, wunderschön. Da mache ich jetzt aber mal zu, weil es wird ganz schön warm. Und wie du siehst, richtig dunkel macht das hier nicht. Und was mich auch so ein bisschen nervt, sind die Oberlichter. Also da kriegst du echt mit, wenn im Nachbarschlafzimmer Licht an ist, dann kommt das aus dessen Oberlicht raus und in mein Oberlicht rein. Ja, das ist mein Zimmer. So, gehen wir mal weiter ins nächste Schlafzimmer. Das ist sozusagen der Master Bedroom. Ist aber ein bisschen dunkler, also hier kommt weniger Licht rein. Die Aussicht ist auf das Nachbarhaus. So. Ja, hier ein Doppelbett. Auch wieder so ein Schrank. Aber hier noch, ups, sieht man mich. Hocker, Föhn. Der Föhn ist von hier. Wieder ein schöner Spiegel, ja, schöne Bilder an der Wand. Gehen wir mal wieder raus. Ach, das habe ich auch vergessen. Habe ich das gezeigt? Nee, habe ich nicht. In einem anderen Schlafzimmer ist nämlich auch dam, 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 noch ein Spiegel hier hinten an der Tür. Also das finde ich genial. Ich kann mich an Urlaube erinnern, bei denen ich wirklich mich versucht habe, in der Balkontür zu spiegeln. So, hier hätten wir noch eine Abstellkammer. Man könnte es auch Kinderzimmer nennen. Nee, hier steht halt das Kinderbett. Hier ist das abgestellt. Wir haben hier unsere Schuhe, den einen Koffer. Ja, also hier ist nochmal Abstellkammern. Haben sie wirklich genug hier? Also hier kannst du dich schön ausbreiten. So, und jetzt haben wir noch ein Zimmer. Was heißt ein Zimmer? Hier ist das Bad. So, ist in der Schräge, Fenster zum Aufmachen, Toilette, Wandspülung, natürlich schöner großer Spiegel, den ich jetzt nicht geputzt habe, auch ein bisschen Ablagefläche und eine begehbare Dusche hier mit Regenschauer, das wollen wir nicht benutzen und normal. Ist richtig, richtig angenehm, das Bad hier. Ob das warm wird, weiß ich nicht, weil es ist warm. Dann gehe ich mal wieder runter. Das war die Roomtour von unserem Haus 851 im Center Park in Tossens an der Nordsee auf Butjadingen. Und wir waren ja schon mal zweimal hier im Park. Da hatten wir ein anderes Haus mit einer Wendeltreppe. Und auf dieser Wendeltreppe habe ich mir das Bein gleich dreifach gebrochen. Deswegen war mir wichtig, keine Wendeltreppe. So, und übrigens, Fernseher, ganz viele Sender. Ich kann hier sogar meine
Südwestfunk, Rheinland-Pfalz, die Landesnachrichten schauen. Also das ist schon genial. Und oben beim Fernseher funktioniert auch der Amazon Fire Stick. Da ist genug Platz und eine Steckdose. Kamin machen wir nie an, wir haben zu Hause einen. Das brauchen wir hier nicht. So, also nochmal eine schnelle Runde. Nicht, dass es schwindlig wird. Und ich finde es richtig, richtig schön hier und total angenehm. Und ja, ihr könnt ja noch weiter meine Filme gucken von hier mit Ausflugsmöglichkeiten. Zum Schluss zeige ich euch noch den Besucher, den wir hier immer haben. Hallo, Nadio. Er ist extrem scheu, aber total lieb. Hi. Also wenn ihr mal hier im Haus seid, er liebt so lecker Stängelchen für Katzen. Die haben wir ihm gekauft. Gell? Ja. Bye bye. Tschüss.